Die Kurstadt Baden-Baden in der Hochsaison. Lärm rostiger Maschinen, fabriziert von dem Schweizer Jean Tingeli, lockt einen Kurgast in die Kunsthalle. Im großen Saal befriedigen Bilder seine erste Neugier. Der Katalog verrät Luis Bert, ein Holländer, der malt und dichtet. Der Wahnsinn macht tick, tick, tick unter dem siedenden Wasser. Der Wahnsinn ist eine patentierte Uhr mit voller Garantie, ist ein tückischer, spitzfindiger Herr. Er balanciert auf betonierten Federgewichten, befördert sich von Prä nach Prä. Was will er da werden? Eine ach so sonnenklar hochspringende Atemnot, ein Fetzen Pferd in einer Lade. Und wenig, wenig will er mehr als wach bleiben an seinem vierkantig zirkelförmigen Totenbett. Nach dieser Zwiesprache mit dem Wahnsinn wagt der Kurgast die Begegnung mit der Kunst Tingelis. Eine Stunde Kunstgenuss hinterlässt mehr als Fachkenntnisse in angewandter Mechanik. Sie nagt am Weltbild, denn, so sagt Tingeli, ich nehme diese Sachen ernst. Wenn man Absurdität weit genug treibt, provoziert sie einigen bitternötigen Zweifel an dieser wundervollen Zeit, in der wir leben. Bei der Bonner Opposition hatte es geklingelt,